willst doch nur spielen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Bärensimulator. Man glaubt es kaum, ich bin wieder zurück im Bärensimulator. Warum ist das so? Das Campgrounds-Update ist rausgekommen. Da hinten geht's zu den Campgrounds. Wir sind hier gerade im Shepherd Lake. Und die Ente schnattert gerade die ganze Zeit. Ich werde sie jetzt einfach... Ja! Erwischen! Eat! Ate the lake duck. Aber wartet mal, habe ich die wirklich noch nicht gegessen? Oder ist die einfach nur neu? Moment, da muss ich mal gucken. Ging das nochmal? Escape. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt keine falschen Tasten drücke hier. Regions, Shepherd Lake, 93%. Genau, mir fehlten ja nur noch ein paar Prozente. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich nicht weiter gespielt hatte. Einfach weil ich sonst extrem lange... Oh nein, ich habe mich verbuggt. Nein! Oh nein! Das gibt es nicht. Okay, ich muss back to Dan. Ich hänge fest. Scheiße. Egal, dann laufen wir halt da nochmal hin. Das fängt wieder super an im Bärensimulator. Geil. Nee, ich hätte einfach viel zu lange für die letzten paar Prozente spielen müssen. Das hätte ich nicht geschafft. Also das wäre der Wahnsinn gewesen. Ich hätte viele Stunden investieren müssen, um nochmal durch die ganzen Bereiche zu gehen, um wirklich die paar Kleinigkeiten zu finden, die ich noch nicht gefunden hatte. Und deswegen war das einfach zeitlich nicht drin. Das hätte sich einfach zeitlich nicht gerechnet. Ich hätte so lange spielen müssen für so wenig, das wäre einfach nicht gegangen. Aber jetzt haben wir ja ein neues Gebiet. Und es sind auch irgendwie die Kristallhöhlen, die sollen jetzt begehbar sein. Die gingen ja vorher nicht. Man konnte ja da in den Ancient Caves zwar in so eine Kristallbereich-Ecke kommen, aber da war ja zu. Da ging's ja nicht weiter und das soll jetzt offen sein. Mal schauen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, da hinten geht es zu den Campgrounds. Bloß nicht irgendwo festbacken. Bloß nicht backen. Green Peaks Campgrounds. Ist hier irgendwas? Gleich mal gucken. Vielleicht kann man ja hier in dem Bereich schon irgendwas essen, irgendwas Tolles. Entering Green Peak Campgrounds. Nee, hier gibt's nichts. Aha. Alles klar, okay, eine Planke, eine große. New Area, Radical Lake, ein radikaler See, okay, ich bin gespannt. Jetzt ist ja auch Halloween, oder beziehungsweise in 2 Tagen ist Halloween. Und da bin ich mal gespannt. Vielleicht sind ja hier ein paar Halloween-Anleihen drin. Guck mal, da ist ein Rabe oder so. Nee, eine Pigeon, eine Taube. Ach, scheiße, jetzt geht das wieder los. Kohlköpfe. Water lettuce. It's almost pointless to eat. Egal. Esse ich trotzdem. Und das sieht doch aus wie ein Kürbis. Ne, Moment mal. Das sieht aus wie ein... Was ist das? Eine Orange. Orange, you glad? So, essen wir das mal. Was ist das da hinten? Das ist ein Tier. Guckt mal. Es sieht zumindest aus wie eins. Hombre, was bist du? Ein Schwein! Hey, warte mal, das dreht mir den Hintern zu. Wenn ich es von vorne angucken möchte, dreht es mir den Hintern zu. So geht das aber nicht hier. Ate the piggy. So. Was war das? Habt ihr das gehört? Irgendwas ist hier Phase. Eine Schildkröte da hinten, guckt mal. Zwiebeln! Christ, weint, weil er die Zwiebel isst, hat er geweint. Oh, armes Bärchen. Das ist so traurig. Lol, wenn man die Schildkröte schlagen will, dann macht's plopploink. Ich wette, da muss ich den Kopf treffen. Oder? Warte mal, sie schiebt mich weg, lol. Stopp. Klonk, klink. Was ist mit dir? Fuzzy Frog. Lol. Der ist ja wirklich fällig, der Frog. Also der Frosch. Ein fälliger Frosch. Oh, die Augen. Ist das nicht putzig? Oh, ich habe einen fälligen Frosch getötet und gegessen.
Er hat so gut geschmeckt. Und eine Taube. Ja, die haben wir erwischt. Na, was kriegen wir von dir? Pigeons like to boop their heads. Okay. Oder bob their heads. Boop ist was anderes. Boop ist was Perverses. Es tut mir leid. Das meinte ich nicht. I didn't mean boop. I mean bob. So wie Bobblehead wahrscheinlich. So, die Schildkröte, die dreht vollkommen unbeeindruckt ihre Bahnen. Das ist ja nice. Lassen wir die mal in Ruhe. Ist jetzt den ganzen Kohl hier. Alles. Den ganzen Kohl. Erwartet mal, vielleicht ist hier, sind hier Fische im Wasser. Und selten an Land. Da! Ich wusste es. Oh, ein Koi. Kempfisch. They are taking a break from school. Nicht schlecht. So, ich wette, es gibt ein Achievement, wenn man hier den ganzen Kohl aufisst. Ich wette mit euch, dass es da ein Achievement dafür gibt. Ich habe mir die Achievements übrigens nicht angeguckt. Ich weiß nicht, was es da jetzt genau gibt. Ich habe mir auch die Patch Notes nicht so wirklich angeguckt, nur so ein bisschen grob überflogen. Also es gibt wohl irgendwie eine neue Kreatur oder so, einen neuen Animal Buddy. Wie gesagt, Zugang zu diesen komischen Kristallhöhlen gibt es jetzt. Aber mehr weiß ich nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie dieser neue Animal Buddy aussieht. Oder wie man jetzt an den rankommt oder so. Das weiß ich alles nicht. Da bin ich total unbefleckt. Ungespoilert. Was sind das für Geräusche hier immer? Das ist ein bisschen verstörend. Da hinten ist irgendwas Buntes, aber da gehen wir mal noch nicht hin. Ich gehe erstmal zum Picknickkorb. Hey, wartet mal hier hinten. Eine Orange! Es sind ganz schön viele Orangen hier. Die Touristen schmeißen das ganze Obst weg. Und essen nur das Ungesunde. Was haben wir denn hier? Ah, bottled sweat. It will toughen you up. Was? Abgefüllter Schweiß? Verstehe ich das richtig? Gained 1 out of 7 toughness. Okay. Campground food. Left behind by campers. Nice. Ein Schlafsack. Ein Schlafsack. Aber ich bin ganz schön klein irgendwie. Kommt mir das nur so vor. Irgendwie, der Tisch wirkt irgendwie ein bisschen groß gerade. Und der Schlafsack auch. Also ich bin doch eigentlich ein großer, starker Bär, oder nicht? Dachte ich zumindest. Wenn ich durchducke, bin ich ja noch kleiner. Oh Gott, die Perspektive würde ich denken, da bin ich ein Bärenkind. Ist ja viel zu klein, ey. Also ich weiß nicht, die Größenverhältnisse bei den Objekten. Da ist wieder ein Schwein, das mir den Arsch hinhält. Hör auf, mir den Arsch hinzuhalten, du Popo-Schwein. So schön ist dein Popo jetzt auch wieder nicht. Schweine sind ja sehr intelligente Tiere. Hören auch auf Namen. Ja, wenn man die mit Namen ruft, also wenn man denen einen Namen gibt und denen mit ihren Namen ruft, dann kommen die an. Und so kann man sogar die drauf trainieren, wann es Futter gibt. Also wann sie Futter sich holen können. Na, das ist der Wahnsinn. Schweine haben es voll drauf. Werden voll unterschätzt. Ja. Muss man mal sagen an der Stelle. Hey, was ist denn das? Eine Taube. Haha. Nice. Ich kann Fußball spielen mit der Taube. Habt ihr das gesehen? So, was ist das da? Das sieht aus wie ein Frosch. Ein Fuzzy Frog. Halt! Haha. Lass dich essen. Lass dich doch essen. Los! Lass dich essen. Cool. Kohlkopf. Kohlkopf für den Hohlkopf. Kohlkopf für den Hohlkopf. Was ist das da hinten? Das ist wieder eine Schildkröte. Was steht hier eigentlich? Radical Lake. A lake with an attitude. Hier haben wir eine Schildkröte. Die steckt irgendwie in Schwierigkeiten. Ich kann ihr aber auch leider nicht helfen. Ich würde ihr gerne helfen, aber leider geht das nicht. Wartet mal, vielleicht ist hier unter Wasser noch irgendwas. Was war das? Was sind das immer für komische Geräusche? Das klingt gruselig. Aber hier ist nichts im Wasser. Dann esse ich die Kohlköpfe. Wenn ich schon sonst nichts finde, dann kann ich wenigstens die Kohlköpfe essen. Hä, Moment mal, sind die gerade...
Ich hab doch da hinten, hab ich... Hä? Ich hab doch die Kohlköpfe hier schon abgegessen, oder nicht? Oder bin ich jetzt verrückt? Nee, Moment, auf der linken Seite habe ich die Kohlköpfe gegessen. Hier noch nicht. Okay. Meine Mission für dieses Gebiet ist, alle Kohlköpfe zu essen. Alle. Jeden einzelnen. Aber darauf läuft es ja eh hinaus. Huch. Da ist ein Fuzzy Frog. Darauf läuft es ja eh hinaus, alle Kohlköpfe zu essen. Oder beziehungsweise alles zu essen, was es in dem Gebiet so gibt. Essen, 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 essen. Es läuft darauf hinaus, etwas zu essen. Das finde ich gut. Hom nom nom, hom nom nom. Hom nom nom. Hey, was ist das hier? Ich habe was gefunden. The Salty Spittoon. Was? Need 7 Toughness. Okay, ich muss hier 7-mal Stärke skillen irgendwie, um da reinzukommen. Wahrscheinlich, wenn ich sämtliche Special Food Items, also besondere Nahrungsmittel, gefunden habe. Die geben mir alle irgendwie einen Toughness-Punkt und wenn ich davon alle gefunden habe, dann kann ich da die Tür aufmachen. Nicht schlecht. Und eine Orange. So, ist noch was Grünes hier? Sämtliche grünen Köpfe müssen vernichtet werden. Ja, die Schildkröte, die hat auch Probleme. Jetzt weiß ich auch, warum das Campground-Update so lange gebraucht hat, bis es rausgekommen ist. Weil es da anscheinend Wegfindungsprobleme gab. Bei so ein paar Tieren. So, jetzt haben wir hier doch den ganzen Kohl abgegessen, oder nicht? Dann gehe ich jetzt mal nochmal... Dann gehe ich jetzt nochmal hier lang. Immer schön dem Weg folgen, ja, dem Pfad. Nochmal hier gucken. Und jetzt komme ich vom Pfad ab. Ah, da gibt es Orangen. Guckt mal, hier gibt es alles. French Roll. It's stiff as a board. Das ist hart wie ein Brett. Essen wir das doch mal. Was ist hier? Hui. Was ist das? Left behind by campers. Ja, whatever. Chicken. Chicken. Was sind das immer für Geräusche? Das klingt wie ein Affe. Hier kann man rein irgendwie. Guckt mal. Blockade. Haha. Juhu. Hier kann ich bestimmt auch durch. Nee, kann ich nicht. Okay. Los Polos Hermanos. Hermanas. Okay. Das ist eine schöne Anspielung an Breaking Bad. Ja. Los Pollos Hermanos. Hermanas. Hermanos. Om nom 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 nom. Jetzt habe ich es auch. Ich, Gott sei Dank habe ich das mitgekriegt. Oh, Ancient Caves. Nein, da wollte ich gar nicht rein jetzt. Ach du Scheiße. Okay, naja, wir gehen mal hier rein. Was? Please be amazed by the splendor of the mysterious crystal caves. The unusual crystals will delight you as you gaze into their crystalness. Go on to a journey to find the treasure. Okay. Die wahnsinnige Kristallhöhle liegt vor uns. Dann gehen wir doch da mal rein. Do not touch the crystals. Made in China. Die Kristalle sind made in China. Sehr gut. Made in China. Aber ich habe mich immer gefragt, was die Made in China eigentlich macht. Außer wie im Speck leben. Warning, stay on path. Do not touch crystals. Was passiert eigentlich, wenn ich die anfasse? Es passiert gar nichts. Es passiert gar nichts. Ich kann sie anfassen, wie ich will. Turn back now. You will never find the treasure. Real treasure, not actual treasure. Oh, es macht Musik. Dann springen wir doch mal da runter, oder? Aha. Interessant. Ist ein bisschen psychedelisch, wenn ich ehrlich bin. Ist das eine Abzweigung? Nee, hier geht's nur nach rechts. Hier geht's nochmal tiefer. Oh, wartet mal. Nein, nein, nein. Vielleicht will ich ja da mal nach rechts springen. Hä? Die Kristalle sind verschwunden. Habt ihr das gesehen? Einfach da. Nein! Ich glaube nicht, dass das so gut ist, hier runter zu springen, oder? Weiß es nicht. Ich hab... Ah, oh.
Gott. Moment mal, da hat irgendwas ein Kristall! There's a dark aura coming from it. Plus 1 Kristall, okay. Den könnt ihr jetzt collecten, das mache ich auch. Oh oh. Oh oh. Es lädt. Ach, das war's schon. Ich habe den Kristall schon gefunden, oder was? Krass. Ja, lol, dann würde ich sagen, ist an der Stelle auch die Folge wieder zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Bären-Simulator und dann gehe ich nochmal zurück, ne? In den neuen Bereich, in den Campgrounds-Bereich. Bis zur nächsten Folge Bären-Simulator. Bis dann, ciao, ciao!